Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Arezu. Ich bin Arezu. Wir haben in der letzten Folge wieder drei Leute verloren. Ach Gott. Jetzt kommt gerade die Erinnerung zurück. Das ist ja schrecklich. Ja, was machen wir in dieser Folge? Ich sehe hier zwei Leute, die gerne Level 6 werden würden. Tessel und El Rakadosh. Gucken wir mal, ob wir das diesmal hinkriegen. Sieht nicht gut aus. Wir hätten hier ein Expertenabenteuer, aber das ist Mittel. Allerdings ist es Tierschreiner aktivieren. Das kann man versuchen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal nur El Rakadosh mit. Also natürlich nicht er alleine, aber wir lassen Tessel zurück. Nur ein Stufe 5er und der Rest ist Stufe 6. Wir nehmen einen Hundemeister. Obwohl, nee, wir nehmen Arundel. Und wir tauschen die beiden aus. Obwohl, nein, ich will ja, was das markieren kann. Auf jeden Fall will ich auch, was das betäuben kann. Ne, lassen wir das einfach mit dem Markieren, so. Können wir später machen, momentan ist mir das Risiko einfach zu groß. Wie gesagt, wir nehmen Tessel mit. Wir lassen Tessel hier. Die wird dann später aufgelevelt und wenn sie aufgelevelt ist, dann kann sie auch gerne wieder mitkommen. Wir haben eine Schaufel, nehmen wir noch eine sicherheitshalber mit. Wir nehmen so viel Nahrung wie möglich mit, wie immer. Und ja, auch so viele Fackeln wie möglich. Und ein Schlüssel, ist ein mittleres Abenteuer. So. In jeder Region erwarten dich spezielle Herausforderungen. Stelle deine Gruppe und deine Vorräte entsprechend zusammen. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich. Das wäre ungünstig. Und nicht das erste Mal, dass ich es vergessen hätte. So. Kuriosität, Kuriosität, Questort. Da gehen wir hin. Und hier haben wir... Na? 1000 Gold. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ein Bücherstapel. Mit einem Negativeffekt. Ungenau. Statt Schwäche der Verzweiflung. Minus Crit. Bei einem Tanken nicht so schlimm. Können wir nehmen. Und haben wir hier einen Kampf? Ja, haben wir. Weiß man beim Quest-Auto mal nicht so genau. Und zack. Gut, der Crit hat jetzt leider nicht direkt getötet, weil der abnorm viel Abwehr hat. Au. Und hier kommt eine Menge Stress rein gerade. Das gefällt mir nicht. Bam. Betäubt, okay. Zack. Ah, verdammt. Ich hätte jetzt den natürlich erledigen können, allerdings bei 3 brauchen wir da nicht unbedingt den Bonus durchs Betäuben. Moment, wir müssen mal kurz gucken. Das kann sie auch von hinten machen. Dann können wir hier mal heilen. Ein bisschen wenig, ne? Rechtsspruch 4. Ist 4 das Maximale, das man haben kann? Befehl 3? Was ist hier los? Komm her, 4. Ja, okay, dann dürfte 4 das Maximale sein, aber Melville hat nicht das Aktuellste, wie es aussieht. Zack. Sehr gut, das war das Optimalergebnis. Ich will den ja gar nicht nach hinten bringen, das ist mir gerade erst eingefallen, dass es ja auch verschiebt. Denn so wie sie jetzt stehen hier, können wir die gleich mit den flitzenden Dolchen, oder wie sie hießen, zu zweit erledigen. Oh, Moment mal. Mach ihn fertig, können wir machen. Bam. 12 Schaden. Naja, okay. Au. Das tut weh. Achso, stimmt. Ah, unsere Grabräuberin war ja betäubt, deswegen konnte die bisher nichts machen. Zack, jetzt. Was? Der hat sich vorgedrängelt. Und ich habe nicht drauf geachtet. Na gut, trotzdem wäre es das gleiche gewesen. Also, was soll's. Crit an der richtigen Stelle. Ja, sehr schön. Versuchen wir mal, den zu erledigen. Klappt knapp nicht. Das ist schade. Autsch. Zack. Der muss weg.
Oh, kein Autsch. Sehr gut. Ausgewichen ist schön. Ich sehe gerade, die Leichen, die sich nicht bewegen können, haben immer noch einen Ausweichwert. Ist auch schön. Zack, weg. Und Heilung. Gut, geht. Könnte besser sein, aber muss nicht. Au. Und kriegen wir nochmal die Betäubung? Oh, wir kriegen gar nichts hin. Ist ja unschön. Dann hacken wir einfach auf ihn ein. Bam. Guter Schlag. Bin hier, um dein Kopfgeld einzufordern. Du kannst den unterscheiden von anderen Schweineschlechtern? Erstaunlich. Widersetzt, nicht gut. Ausgewichen, nicht gut. Erschlagen, gut. So, jetzt sortieren wir wieder alle. Ein neues Erkunden, sehr gut. Kuriosität, Kuriosität, Questort. Gut, wir gehen auf jeden Fall erstmal dorthin dann. Das hier machen wir kaputt. Und dann geht's nach Süden. Und mal sehen, ob wir wieder was Negatives bekommen. Oh, ein alter Tagebucheintrag. Nehmen wir mit. Wir lesen die ja jetzt nicht mehr die ganze Zeit vor, sondern wir warten, bis wir tatsächlich mal was Zusammenhängendes haben. Raumkampf mit Schatz. Ja, okay, hier hätten wir sowieso auch einen Kampf. Wir können jetzt dem Kampf eh nicht entgehen. Dann können wir auch dahin gehen, wo es lukrativ ist, ne? Oh! Uiuiui. Da wäre ich beinahe reingelaufen. Dabei wird es mir auch noch auf der Karte angezeigt. Okay, die beiden hier vorne sind kein großes Problem. Generell haben die keine so hohe Abwehr gerade. Zack. Nicht die Heiler angreifen, Mensch. Und auch noch eine Krankheit. Schlechte Laune, was bringt das? Dürfte ich mal bitte gucken, was das jetzt erbringt? Minus Max LP. Nicht schön, aber es geht schlimmer. Der hat noch eine Aktion, der hat noch eine Aktion. Erledigen wir den, bei dem es sicherer ist. Gut, 17 hätte auch nicht gereicht für den anderen. Ausgewichen, nicht schön. Ausgewichen, nicht schön. Au. Und zack. Zu wenig. Meine Leute machen zu wenig Schaden. Wie kommt das? Autsch. Und zack. Wieder ausgewichen. Die haben nur einen Wert von 23. Das ist gar nicht so groß. Die sollten gar nicht die ganze Zeit ausweichen. Der auch nicht. Okay, hier Heilung. 7. Zah. Was soll denn das? Hat sie auch zu geringe Werte? Muss ich gleich mal nachgucken. Crit, sehr schön. Wurde auch mal Zeit. Moment mal, hat sie sich gerade darüber beschwert, dass der hier hinten ihren besten Mantel beschmutzt hat? Da muss das Blut aber ganz schön schlimm gespritzt haben hier. Oder es bezog sich noch auf ein Spucken, das er gemacht hat. Das wäre ein One-Hit gewesen. Ne, das ist alles auf 4. Das ist so, wie es sein sollte wohl. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie den Haie-Gegenstand noch hätte. Der hat keine Abwehr, dann werfen wir ihn durch. Autsch. Und dann zerschmettern wir ihn. Ausgewichen, verdammt nochmal. Und noch mehr Stress, wie schön. Und zack, erledigt. Sehr gut. Was lassen wir hier? Hm. 250, gibt auch 250. Wir können mal ein bisschen Zeug verfüttern. So. Interessanter wird es jetzt hiermit. Und bringt mir alles nicht wirklich viel.
Meine Stadt ist ja ausgebaut, komplett. Kuriosität, 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 Kuriosität. Gehen wir dort lang, wo wir keinen Raumkampf zu erwarten haben. Wir müssen ja ein bisschen vorsichtiger sein. Das da sieht nicht gesund aus, da fassen wir nichts an. Erkunden, sehr gut. Kampf, Kuriosität, Kuriosität. Wir gehen zurück. Wir lassen diesen Kampf hier aus. Tja, dann werden wir wohl. Wie lang gehen wir denn? Wie gesagt, wir umgehen Kämpfe. Ich bin da etwas nervös. Da haben die sich direkt vor uns aufgebaut. Zäh. Hoppala. Das war jetzt einfach nur doof gedrückt. Hunger, ja, ist was, meinetwegen. Dafür haben wir es ja mitgenommen. So, jetzt gehen wir hier wieder zur Standardposition zurück. Und von dort können wir dann wieder nach Süden. Und haben damit wieder zwei Kämpfe weniger. Klar, gibt ein klein bisschen weniger Loot, aber wir suchen ja momentan auch kein Loot. Wir brauchen Erfahrung. Im Prinzip ist die ganze Gruppe nur für Erakadosh gerade unterwegs, damit Erakadosh Level 6 erreicht. Entschärft, wunderbar. Und erkunden, na? Danke sehr. Hindernis. Wollen wir nicht. Ein Kampf ist auf jeden Fall da. Dann nehmen wir lieber den Zwischenraumkampf. Und zwar mit so viel Licht wie möglich. Oh Gott, ein Ghoul. Nicht schön. So, pumpen wir erstmal Gift rein. Will er nicht. Warum denn nicht? So, Heilung. Gut. Den versuchen wir wegzukriegen. Gut, den sind wir wenigstens losgeworden. Au! Das tut doch weh. Da brauchen wir jetzt einen Crit, um das zu heilen. Vor allen Dingen 4 Schaden über 5 Runden jeweils. Das ist viel. 20 Schaden nochmal extra. Das gefällt mir auch nicht wirklich. Hier kommen wir nicht durch die Abwehr durch. Wir versuchen den zu betäuben. Klappt nicht gut. Heilung. 7, das ist zu wenig. Reicht nicht mal für das Bluten. Ausgewichen, sehr schön. Wir versuchen weiter Gift reinzupumpen. Und der wehrt sich weiter. Wir versuchen ihn weiter zu betäuben. Und er wehrt sich. Okay, setzen wir einfach die Markierung. Wir brauchen auf jeden Fall etwas, um den Tankbrecher zu aktivieren. Und ich glaube, gegen Markierung kann man sich nicht wehren. Alle ausgewichen, sehr schön. Oh, nicht alle. Ah, fast alle ausgewichen, sehr schön. Ah, ausgewichen, verdammt nochmal. Betäubung. Will er nicht. Warum nicht? So, jetzt machen wir hier richtigen Schaden. Durch die Markierung. Aber. Betäubung auch noch. Ah. Na gut, sie macht eh keinen Schaden bei dem, aber trotzdem. Mir fällt gerade auf. Der hat schon Minus ab. Moment. Deswegen macht er damit so viel Schaden, weil er auch noch die Abwehr reduziert direkt. Gut zu wissen. Und Stress, yay, für alle. Aber noch geht's allen einigermaßen gut. 6 Schaden brauchen wir noch. Bam. Da hat er nicht mit der Heilerin gerechnet. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Erkunden.
Danke sehr. Kuriosität, Kuriosität, Questort. Okay. So. Denn der Questort hätte ja auch hier liegen können und das war unerkundet, deswegen. Oh nein, nicht schon wieder so ein Viech. Und was ist das? Ein Schweinefeigling? Die kenne ich noch gar nicht. Abwehr 15, das ist nicht gut. Okay, wir wollen erstmal den versuchen wegzukriegen. Leute in den hinteren Reihen sind gerne mal böse. Den hätte ich gar nicht zeichnen müssen. Der hat ja gar keine Abwehr. Das vergesse ich. Hat er da was geworfen? Aufspießen. Ha, okay. Schuss. Geh zurück auf deine Position. Oh, will er nicht. Heilung. Ausgewichen, sehr gut. Warum waren die riesigen Fleischfresser dann schlimm? Zack. Ah. Crit, sehr schön. Ja, du hast meinen besten Mantel vollgeblutet. Auf die Entfernung. Mit mehreren Leuten dazwischen. Wie muss das hier spritzen? Aua. Verdammt. Autsch. Widersetzt, das ist gut. Ausgewichen, das ist weniger gut. Das ist eigentlich absolut ungut. Aua. Wieder widersetzt, sehr gut. Nochmal Heilung für alle. Und... Zack, okay, den sind wir los. Sehr gut. Ausgewichen, verdammt nochmal. Hört auf, auszuweichen. 19 Schaden ist auch nicht wirklich genug. Au. Au. Hier, Heilung. Kein Crit, das ist schade. Hätte ich gerade gut gebrauchen können. Ein Crit, sehr schön. Und bam. Ohne die Markierung mehr Schaden als mit. Toll. Und hinten widersetzt sich unsere Heilerin immer noch brav. Der in ständigen Kugelangriffen. Lässt sich nicht betäuben, das ist schön. Zack. Ah. Gegen das Gift widersetzt, das ist doch gerade das Wichtige gewesen. Da wäre eine Betäubung nicht schlecht gewesen, warum habe ich die nicht gemacht? Hier heile dich mal selbst, indem du den Gegner angreifst. Au. Und wieder widersetzt. Und hau rauf. Sehr gut, der ist erledigt. Dann hier macht die Markierung. Und Heilung für alle. Leider ohne Crit. Den Crit hätten wir auch gut gebrauchen können jetzt. So, können wir gerade noch irgendwas gut gebrauchen? Nö, das war alles nicht sonderlich wichtig. So, das hier können wir getrost ignorieren. Theoretisch könnte ich zurückgehen und noch das Lager aufschlagen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nötig. Kann ich mich nochmal umentscheiden? Okay, hohe Abwehr, das heißt Gift. Will er nicht. Ja, wir sind auch sehr schlimm. Wir stehen gerade sehr schlecht da, was den Stresslevel angeht. Der Rest geht ja einigermaßen, also das Leben.
Kann ich das doch auch noch mal aus dem Protokoll streichen lassen? Bitte. Aua. Gut, Heilung für alle. Unser Tank könnte zwar theoretisch gerade besser gebrauchen, aber da hinten wird er wahrscheinlich nicht so viel abkommen. Bam, weg. Sehr gut. Du gehst zwei nach vorn. Und jetzt kommt die richtige Heilung für den Tank. Ja, die richtige Heilung. Oh oh. Au. Achso, das sollte nur betäuben, okay. Gift, los. Ah, wieder widersetzt. Zack. 13 Schaden. Wir graben uns langsam durch die Rüstung durch. Ganz langsam. Dem Betäuben weicht er einfach aus. Das ist auch nicht schön. Was das jetzt werden sollte, weiß ich auch nicht. Hastiger Rückzug, da steht auch nichts weiter zu. Also hätte kein Debuff gegeben, hätte nicht betäubt, nichts. Soll einfach ein bisschen Schaden machen. Ausgewichen, verdammt nochmal. Los, bam. Da, Tank, guck's dir vom Heiler ab. So trifft man. Und wir hacken uns hier weiter durch. Au! Schwelle des Todes ist noch nicht so schlimm, besonders wenn kein Bluten drauf ist und man nur einen Gegner hat, dann geht das. So, Heilung für alle. Du siehst wieder klar, dann kannst du auch wieder nach vorne gehen. So. Und El Rakadosh meimt sich hier weiter durch. Au! Das tut doch weh. Und Melville wird ausfällig. Das ist aber nicht schön. Eine Horde weinerlicher Rekruten. Das sind Stufe 6er alle. Bis auf El Rakadosh, ich geb's zu. Aber der wird gleich ein Stufe 6er sein. Klar hat er die Angriffsreihenfolge be... So. Man kann sich über die Angriffsreihenfolge überhaupt nicht hinwegsetzen, Mensch. So, was haben wir denn hier? Helm des Kriegers. Plus Präzision bei Nahkampffähigkeiten. Wir schmeißen mal hier die Porträts weg. Nehmen den Helm des Kriegers mit. Das schmeißen wir noch. Nehmen das mit. Obwohl, der Stein der Gesundheit wird wesentlich mehr wert sein. So. Zack. Gut, dann können wir zurück ins Dorf. Anstrengend. Selbst die Mittlerin. Aber was haben wir denn hier? Sehr selten. Minus Stressschaden. Das Buch der Vernunft. Nicht schlecht. Hätte ich das vorher gesehen, dann hätte ich mich auf den Abschluss der Mission mehr gefreut, als ich es so tat. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Geld ich am Anfang hatte. Aber ich nehme an, wir haben Plus gemacht. Rote Seuche, minus Max AP, minus Crit, ersetzt Anfall. Tja, hat also schon drei Krankheiten, muss auf jeden Fall mit der roten Seuche mal ins Krankenhaus. Trinkt niemals im Dorf, ersetzt nervös. Okay. Darmkolik, minus Heilfähigkeiten bei dem Lager, okay. Und nervös ist plus Stressschaden, da gefällt mir Auflösung besser. El Rakadosh ist endlich Stufe 6, sehr schön. Ein Hauch frischer Luft in den Tunneln. Die Bewohner im Westen sind erleichtert über die Bekämpfung des ekelerregenden Gestankes, der den uralten Aquädukten entsprang. Plus 33% Helden-EP im Labyrinth bei der nächsten Quest und plus 15% Schaden im Labyrinth bei der nächsten Quest. So, wir wollen zuerst einmal Krankheiten behandeln. Die rote Seuche muss weg. Müssen wir sonst irgendwas gerade behandeln? Ventris, was hast du? Schlechte Laune und Vampirgeister. Hm. Darum kann sich eine Grabräuberin kümmern irgendwann. Nicht wie ihr jetzt denkt. Ich meine mit dem Lagerskill. Nicht indem sie die vergräbt. Zah. Was für Gedanken ihr kommt. Ich vergrab doch nicht einfach meine Leute. Kutsche. Eine Grabräuberin. Hm. Nicht schlecht. Nehmen wir.
So. Natürlich brauchen wir trotzdem Tanks dort unten noch. Rakadosh darf ein bisschen zocken. Viel Spaß. Ventris darf ein bisschen zocken. Viel Spaß. Arundel darf ein bisschen zocken. Viel Spaß. Und damit sollten wir trotzdem noch Plus haben. Ich habe im Kopf, dass wir irgendwas im 60.000er Bereich am Anfang hatten. Auch wenn ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Gut, dann würde ich die Folge jetzt beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.